Sie handelt nämlich nicht mit uns. Das ist einigermaßen dämlich. Denn Toba, der Quiekemann, hat eigentlich immer ganz gut Wanderhändlerhut. Hier ist gar nicht so viel. Habe ich hier irgendwas, was ich noch da reinlegen will? Dann holen wir nämlich gleich noch was aus dem Motel. Gott, das Denken hält aber auch schwer heute. Kernspaltungsbatterie geht da rein. Klumpen aus Gehirnmasse geht da rein. Wiegt zwar nichts, aber Ledergürtel geht da rein. Menschenfleisch. Nein, das mit den Fleischgrunzern mache ich jetzt mal nicht, weil das ist jetzt momentan wirklich nicht empfehlenswert. Ich bin froh über jedes bisschen, das meine Stimme aushält. So, ich nehme mal die Pungas noch mit. Gestern habe ich sie hier irgendwie in die Truhe geworfen, später. Ja, ich werde nicht verraten, wie weit ich gespielt habe gestern. Es war nicht besonders weit. Homestead Motel, ich hole mal kurz da noch ein bisschen Loot raus. Okay, und los geht's. Ich habe auch noch vorne das Office, die Lobby vom Homestead Motel. Ja, den Kram kriegen wir niemals los. Kriegen wir nicht mit. Ist ja ein Hammer, Digga. Aber ich hoffe wirklich, dass das bald mal zu Ende ist, der Quatsch. Ach, Hefe wiegt besonders viel. Na geil. Das hätte man mir gleich sagen können. Nehmen wir ein Insta-Püree mit. Kannst einen Instagram-Post draus machen. Das halte ich für ein Gerücht, dass ich überlastet bin und nicht mehr laufen kann. Sehr gut, dann mal zu Madame Panade. Ihr seht, nichts verdirbt mir so richtig die Laune. Seien Sie erneut gegrüßt. Ja, moin. Angebot. Was möchten Sie denn kaufen? Nicht nur Angebot, sondern reparieren. Natürlich, mein Vater hat mir viele Tricks beigebracht. Alter, diese Voice-Actor. Haben wir nicht bereits über 80.000 Ocken? Ich verkaufe mir die elektrische Leiter jetzt auch. Das heißt natürlich, der elektrische Leiter ist schon klar. Warum habe ich Altmetall dabei? Alt. Enden. Abbrechen. Ich habe mir schon gedacht, dass Sie deswegen zu mir kommen. Meint ihr nicht auch, dass sich das irgendwie falsch anhört? Ich weiß nicht warum. Also nein, ich gehe nicht zu solchen Damen, das habe ich nicht nötig, aber Brennstoff für den Flammenwerfer geht langsam aus. So, ja, die ist bald schon wieder einigermaßen out of cash. Kriegen wir das Fleisch? Oh nein, niemals. Ich gebe ihr mal 6. Ich gebe ihr mal noch 6. 3. Ja, das wird langsam knapp. Ich gebe ihm mal 2. Ich kann heute nicht rechnen. Mädel. Ja, ach, da geht noch was. Ja, nee, da geht jetzt nichts mehr. Das ist ein bisschen günstiger. Da kann sie noch mehr von nehmen. Fussel kann sie nicht mehr. Fussel natürlich. So. Den Glaskrug und dann ist sie auch ein Ex-Horst. Akzeptieren. Hatten wir nicht schon über 80.000 Orken? Ich muss jetzt los, Digga. Laber mich nicht voll. So, dann gehen wir nochmal hier oben zu Haleys Kramladen. Ich werde das versuchen, jetzt mit dem Handeln möglichst gering zu halten. Ja, ich will diese Stunde schnell abarbeiten, wenn ich hiermit fertig bin, noch bevor ich meine Freundin sehe, wenn ich sie überhaupt sehe, weil sie... Wir sehen hier drin nur selten. Wollen Sie etwas kaufen? Na, da...
Sie ist ein bisschen ängstlich in Bezug auf... Ich habe noch keine Schusswaffe gesehen, die ich nicht reparieren konnte. Ja, ja, ist gut. Gib nicht so an. Nee, sie ist ein bisschen ängstlich, nicht wegen der Wirkung von Gröner, sondern sie ist ängstlich, dass sie auf der Arbeit ausfallen würde. Das kann sie sich momentan nicht erlauben. Oder eigentlich gar nicht. Gern, darum bin ich doch hier. Und deswegen, die meinte so, bist du sicher, dass der Test negativ ist? Ich, ja, klar, ich kann ja wohl einen Corona-Test durchführen. Habe ich auch genug gemacht, auf meiner Arbeit. Und, ja, ganz besonders, als ich da damals bei diesem gemeinnützigen Projekt gearbeitet habe, Erwachsenenbildung, da musste ich ständig, also jeden Morgen musste getestet werden, obwohl das noch nicht hier in Hamburg Gesetz war. Also wir hatten sozusagen Sonderregelung. Nein, das sage ich jetzt nicht. Das tut meinem Hals weh. Majalurk, Fleisch, oder wie auch Horst, die sagen würde, Majalurk. Basti, freut mich, dass du da bist und einmal pro Woche so dich voll durchackerst durch meine neuen Schandtaten. Also Zigaretten kann man immer noch gut Geld mitmachen. Und natürlich mit Unterhosen-Repetiergewehren. Ja, und jetzt sind wir auch schon fast bei ihm durch. Ja, die Pungerfrüchte behalte ich. Ja, bleibt sogar was übrig. Ich fasse es nicht. So. Und dann machen wir vielleicht noch die Queste unten in der, oder die Aufgabe in der Küstengrotte fertig. Alter, hatten wir nicht schon über 80.000? Sein. Ja, ja, die Sumpfbewohner, die machen mehr Corona. So. Dann mal wieder runter an die Küstengrotte, nee, nicht an die OSS Ozi Osborne. Ozymandias, das ist ein Gedicht von ich wusste das bisher nicht, ich habe das nachgelesen. Diese komische Gasbohrfirma hatte sich den gleichen Namen gegeben wie dieser Dichter. Ja, ja. Ich kenne es eigentlich nur aus einem Musikstück einer Metalband. My name is Ozymandias. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Metalband es war. Metal, Leute. Mach mal kurz den Speicherstand. Haben Sie Lust auf ein bisschen Gewalt? Alter, ich könnte dir mal zeigen, ne? Willkommen! Willkommen bei meiner außergewöhnlichen Safari. Sollen wir sie eintragen? Knickknack. Wofür soll ich denn genau angemeldet sein? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich bin weg von hier. Na komm. Ach, nur für das größte Sportspektakel, das Sie in Ihrem Leben jemals erleben werden. Aber natürlich erst, nachdem wir die Regeln durchgegangen sind und Sie die unbedeutende Einschreibegebühr von 1000 Kronkorken berappt haben. Hier sind 1000 Kronkorken. Das Spektakel kann beginnen. 1000 Ocken. Ja, okay, okay. 1000 Kronkorken, das ist Wucher. Was verraten Sie mir mehr über die Safari? Aber gern. Was hätten Sie denn gern gewusst? Alles. Worum geht es dabei? Die Teilnehmer, das sind Sie, versammeln sich in der Arena. Wenn Sie bereit sind, drücken Sie auf den Knopf und die Jagd beginnt. Ich lasse Gruppen von wilden Ghulen los, Gruppen, gegen die sie sich verteidigen müssen. Keine Sorge, ich lasse schon nicht zu viele gleichzeitig laufen. Ihnen steht eine Menge Spaß bevor, wenn ich das so sagen darf. Gruppen von wilden Ghulen? Bist du vielleicht auch ein Jurke? Oder ein Wiederpost? Ich bin nämlich ein Wiederpost, das weiß jeder hier. Was, wenn sie uns überwältigen? Ich komme wieder raus. Wie komme ich wieder raus? Bekomme ich Waffen von ihnen? Um die Waffen müssen Sie sich schon selbst kümmern, mein Herr. Sie haben da sicher Ihre Vorlieben. Oh ja? Was, wenn Sie uns überwältigen? Wie komme ich wieder raus? Rauskommen müssen Sie schon von selbst. Es wäre doch nur halb so spannend, wenn ich Sie beim ersten Anzeichen von Problemen rausholen würde, oder? Das hört sich alles nicht besonders gut an. Weiter im Konzept. Wie? Im Kontext... Die Ghule werden abgeschlachtet. Ist das nicht etwas unmoralisch? Habe ich versucht, an ihrem Schädel herumzukauen? Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass ich durchaus fähig bin, zusammenhängende Sätze zu formen.
Diese Wilden haben nichts mit mir zu tun. Sie zur Verfügung zu stellen, macht mich nicht zu einem größeren Monster als sie, der sie abschlachtet. Alter, nö, das mit der Safari muss er mir nicht nochmal erklären, da erzählt er nämlich das gleiche. 1000 Kronenkorken, das ist Wucher. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir dieser Preis das Gesindel vom Leib hält. Sie sind doch kein Gesindel, oder? Doch, ich bin ein sehr großes Gesindel und ich töte alles normalerweise, das so aussieht wie du. Hier sind 1000 Kronenkorken, Digga, das Spektakel kann beginnen. Das ist die richtige Einstellung. Die anderen Teilnehmer warten bereits. Wenn sie bereit sind, brauchen sie nur den Knopf drinnen zu drücken. Okay, also wohlgemerkt, ich habe das schon gemacht und Klicks Safari. Weißt du was, ich lese viel zu selten die Aufgaben vor. Gedankenkontrolle mit Desmond sprechen, der violette Vorhang, das Schicksal des Agenten Young im Gefangenenlager Turtledove, also dumme Schildkröte untersuchen. Also sowas wie die Teenage Mutant Hero Turtles, ne? Komme ich immer noch nicht drauf klar. Wie kann man auf die Idee kommen, Superhelden aus Schildkröten zu machen? Ja, Plick Safari, die Arena betreten und Plick das Signal geben, mit der Safari zu beginnen. Okay. Na dann. Warte mal, ich habe gestern was gemacht. Wenn ich schleiche. Und ich beklaue Plick. Ach, guck mal. Das ist gestohlen. Ja, deine 1800 Kronenkorken kriegst du trotzdem nicht wieder. Brauchst du da einen Stümper? Plick hat sie bereits erwischt. Ja. Weißt du, ich erschieß den einfach gleich. Na, ihr Idioten. Warte mal. Kann man ja schon mal machen hier, ne? Zwei weniger. So, ich muss hier vorsichtig sein. Der Laden ist einigermaßen vermint, also verfallt. Apropos Mine. Da habe ich gestern... Nein, wir haben leider keine Minen dabei. Schade. Moinsen, ihr Vögel. Die sind nicht besonders gesprächig. Herzlichste Grüße. Ripsnicki. Falls du welche hast. Du bist also Nummer 3. Na dann wollen wir mal das Ganze in Gang bringen. Bist du ein Wikinger? Bist du ein Konföderierter? Der Plick hat sich diesmal wirklich selbst übertroffen. Es macht hier auch die ganze Zeit Plick. Hier muss man aufpassen. Hier sind nämlich... Da, ne? Siehst du, Fangeisen. Das ist nicht besonders lustig. Ich bin nicht hierher gekommen, um neue Freunde zu finden. Ja, das glaube ich dir. Weißt du, ich stelle mich mal hier hoch. Nee, ich muss ja erstmal den Knopf drücken da unten. Stimmt ja. Bleib in der Nähe. Das ist besser für uns beide. Nö. Du bist also Nummer 3. Na dann wollen wir mal das Ganze in Gang bringen. Ja, das wollen wir jetzt. Und ich bringe mich mal hier hoch. Ha, gefunden. Die da unten können gerne sterben. Gefunden. Ich lasse sie erstmal machen da. Leg sie um! Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht runtergeschmissen werde. Da kommt eine ganze Menge. Aber zum Glück keine von den ganz Bösen. Na kommt! Ja, den Knopf könnt ihr auch mal drücken. Könnt ihr euch mal wie zivilisierte Viecher fühlen? Wow! Ah. Hier oben ist man ziemlich sicher.
Dann komm! Au. So. Da kommen noch ein paar. Hör auf mit dem Scheiß. Flammenspeier-Dings ist alle. So, weißt du, dann, ich würde mal sagen, aus Spaß mal. Aber lange nicht mehr gehabt. Huhu. Hier, nimm mal das. Voll in die Lampe. Ein Erleuchteter. Ein Erleuchteter. Na? Ja, so ist brav. Schön zerfallen. So. Ein Sumpfghoul. Nicht besonders haltbar, die Jungs. Noch ein Sumpfghoul. Nicht besonders haltbar. Schönes Hälschen hast du. Zack. So, kommt noch was. Der eiert da unten ein bisschen rum. Macht einen Moonwalk. Ja, während er einen Moonwalk macht, können wir ihm mal ein paar Nägel in die Birne verpassen. Nägel in den Nischel. Seid mal gegrüßt, alle Sachsen. Sind hier etwa Sachsen anwesend? Nichts dagegen. Kabums. So. Ja. Ja, ich denke mal, das war's. Erfüllt Plick Safari überleben. Plick mitteilen, dass sie die Safari überlebt haben. Pff, machen wir gerne. Alter, ist das ein Berg? Body Pile, Digga. Ich peile da mal so rüber. Er hat einen Teddybär dabei gehabt. Wie süß. So, wir werden hier nicht alles rauskriegen aus dem Haufen, weil die sind wirklich ein bisschen sehr aufeinander gestapelt. Ich wollte gerade sagen, Bethesda, das hätte man besser lösen können, aber... Tja, warte mal. Das kann man besser lösen. Ich versuche mal ein paar von denen... Ah, nö. Die kann man nicht anheben. Ja, na gut, weißt du, wir wollen mal nicht so sein. Wir können auch mal... Oh, Alter, ist das viel. Ich wollte gerade sagen, that's what she said, kann man auch sagen. Ja. So, 39 Minuten, das heißt, 2 von 3 Folgen am Start. Ja, will wirklich nicht mehr machen. Aber ich würde gerne mehr machen. Aber ich muss zumindest erstmal mit meiner Freundin irgendwie was abklären. Ich will ja nicht, dass die irgendwie sauer auf mich wird. Haben wir uns jetzt 2 Wochen nicht gesehen. Das ist schon schlimm genug. Ja, zum Glück ist das Wetter gerade nicht so geil. Da muss man sich nicht ganz so viel ärgern darüber, dass... So, irgendeiner von den... von meinen Kameraden am Start hier. Den man noch was abnehmen kann. Vorsichtig, eine Bärenfalle. Ich bin kein Bär. Nein. Ich wollte gerade sagen, ich habe einen Bären, aber auch irgendwie falsch. So, dann, ich denke mal, viel ist hier nicht mehr zu holen. Kann man da unten eigentlich in das, ich würde ja gerne mal gucken, ob das einen umbringt, wenn man da unten reinspringt. Das habe ich nämlich gestern nicht gemacht. Hui. Nö, also umbringen tut es einen wohl nicht. Hier liegt ein Leuchtender. Weil hier unten dürften vielleicht unsere Spießgesellen liegen, weil die da von den Ghoulen runtergeschlagen worden sind. Und vielleicht ist hier unten ja was zu finden, hier so in der tiefen Ebene, wollte ich gerade sagen. Da brennt auch noch was vor sich hin. Brennender, streunender Ghoul. So nenne ich das jetzt mal.
Ah, da kann man wieder hoch, guck mal. Da ist der noch ein Ghoul mit einer rosa Zutrittskarte. Nee, natürlich rote Zutrittskarte. Ah, schön viel Strahlung hier unten, meine Lieben. Schön viel Strahlung. Nee, also unsere Spießgesellen, unsere Freunde, die wir eigentlich, mit denen wir eigentlich zusammenkämpfen sollten wohl, aber wo ich ganz einfach feige nichts gemacht habe, die sind nicht hier unten. Die sind einfach mal verschwunden. Schade. Hätte ich gern gelootet.